Hallo YouTube! Ja, letztes Mal gab es schon das Ende und mir ist noch aufgefallen, man kann noch den Gym retten. So, und da hatte ich schon mal reingeguckt, wie es geht. Und ja, da wurde leider schon ein Video vorweg abgespielt und das konnte man jetzt nicht irgendwie nachmachen. Und deswegen gibt es hier nochmal das Video nochmal und es geht quasi doch noch ein bisschen weiter. Man kann noch Gym retten. Mir ist nämlich aufgefallen, wir haben Gym gar nicht gerettet. Das hatte ich ja im letzten Abspann gesagt, hier, was ist mit dem Typen jetzt? Ja, habe ich dann in den Errungenschaften gesehen, dass man ihn retten kann und dazu habe ich ein bisschen gesucht und es gibt ein Bonus-Level, quasi. Wenn es auf Extras gibt, gibt es hier ein Bonus-Abenteuer und das ist, damit man quasi Gym rettet. So, habe ich angefangen und das Video muss ich jetzt nochmal hier abspielen, ist aber halt so schlimm. So, los geht's. Are you okay? Can you see what your desire to bring Alice alive brought about? At least the evil one didn't manage to get out of his prison. But now you're stuck here as well. And the evil one is still deadly dangerous. If you want to get out, you have to destroy him. And then the mirror back together. Ja, muss das wissen. Toll. Nom, nom, nom. Zehner, genau. Die Folge kommt bestimmt in 2 Wochen. Nee, so lange dauert glaube ich gar nicht. Weil ich lasse ja erst keine komplett durchlaufen und danach mache ich Eventide weiter. Eventide wird ein bisschen länger dauern. So. Ja, das nächste Spiel ist Eventide, für alle, die es noch nicht gesehen haben. Genau, damit geht es quasi weiter. Und es lädt. So. Und dann kommen wir quasi hier, nach dem... Den kam quasi das Ding hier. Und hier geht es jetzt weiter. Hier spielen wir jetzt weiter. Ich habe ein Inventar von nix. Gerade ist auch nicht wirklich gerade sehr groß. Hier können wir jetzt quasi was machen. Das Riesenrad. Können Sie jetzt angucken. Das ist der Manny, ne? Was für ein Chaos. Dieser Ort ist völlig zerstört. Ja, und ich bin schuld. So ein Scheiß aber auch. So, wir haben hier... Ein Ball. Ich bleib den Ball aber eben dran, das passt schon. Hä? Wie kann ich da einen Ball ranbeppen? Was haben wir noch? Hier eine Kassette habe ich noch dran, eine alte Socke, ein Schuh, ein Dollarschein, ein Gürtel kommt da noch ran. Ich will weiter Sachen noch dran beppen. Mann, oh. Okay. Oh, oh, oh. Are you okay? Hatten wir gerade schon. Das Video spielt einmal ab. Man muss es nochmal abspielen, damit man dann was findet. Ja. Du hast einen nützlichen Gegenstand gefunden. Ein Spiegelteil und mit dieser aufregenden Musik muss jemand Brötchen beißen. Guten Hunger. Ja. Zwei von 9. Machst du heute noch DSO live? Nein. Bye bye. Mach's gut. Der Typ. Guten. Bis später. So. Der Haken allein hilft mir nicht weiter. Okay. Ändere die Position der Quote, um das Seil zu entwirren. Warum glitzert das hier denn so? Was? Und welche Knoten? Die roten? Oder die anderen? Ah. Keine Ahnung, aber... Gut, wir nehmen mal ein Seil mit. Ich gehe nicht auf der... der eine Flur geht. Achso. Ja, okay. Waldläufer sind wieder bekommen.
Willkommen, meine ich. Oh, ein Level-Bit-Spiel. Das heißt. Boop. Das heißt, ich blende mich aus. Zack. Alter. Krasse Frisur. Ganz eindeutig. Fetteste Frisur ever. Geil. So. Kind ist nicht dabei. Das heißt, ihr müsst jetzt alles lösen. Alles. Ich gucke nicht in den Chat. Ich esse nebenbei mein Brötchen. Das heißt, ihr löst einfach jetzt alles. Guck es uns unten rechts. Richtig. Nochmal gucken, guck es uns unten rechts. Ja. Entschuldigung. Zwiebel behind the hair. Boah, wie ihre Haare jetzt stinken müssen einfach mal. Kann man hier Monaco spielen. Huhu. Zwiebel hinter den Haar der Frau. Ah, das, ja. Ich brauch mal ein Feuerzeug, das sehe ich schon die ganze Zeit hier irgendwie. Ne, schon wieder nicht. Hä? Flaschenöffner. Das ist eine Flasche, das ist kein Flaschenöffner! Glas vor der Flasche. Richtig. Geigenmann links neben dem Mann. Jo, auch richtig. Krawatte an dem Mann. Auch richtig. Gabelei, Teller, Huhn. Guck, Notebook und... Notebook war doch dieses Ding hier, ne? Das war das Notebook. Oh, das ist dasselbe wie letztes Mal. Hähnchen über dem Mann. Huhn. Das ist ein Hühnerbein. Egal. Huhn oben links. Duppala. Entschuldigung. Oben links. Ja. Das haben wir hier. Oh. Hab ich noch gesagt, oder? Ei links unten, ja. Nehmen wir schon mal den Handschuh. Gerade gesehen. Handschuh im Schritt, oh Mann. Ein Zwischenplatzspieler, ja. Gabel an dem linken Arm der Frau. Linker Arm ist hier. Nee, das scheint eine Suppenkelle zu sein hier. Das ist ja der linke Arm der Frau, ne? Ist doch den hier? Nee, ne? Teller auf dem Bild irgendwo. Das ist sehr schön. Kannst du mal schnell aus der Gruppe kicken, wenn du hier im Chat bist? Hä? Ich kann gerade nicht mehr bei Dragon Online reingehen. Ach hier, dem Arm der Frau. Ah. Das ist eine Gabel. Gabel rechts der Frau. Ja, ja, das... Am Arm dachte ich so hier unten so. Okay. Haben wir gefunden. Einen Teller brauchen wir noch. Teller haben wir, ich suche mal mit. Teller haben wir. Klar, das war eine Schallplatte und keine Teller. Keine Teller vor allem, kein Teller. Warum ist der Geigenmann nützlich? Ganz ehrlich, warum ist der Geigenmann nützlich? Okay, nehmen wir einmal so hin. So. Hier das Seil reinbappen. So. Schnur mit Haken. Teller, 10 Euro Grafikkarte. Grafiker. Boah, was? Zelt. The mirror world keeps collapsing. I should hurry. Oh, süßen! Oh! Was? Was? Oh, da waren noch zwei Geigenmänner. Oh.
Ja, 1 von 3, ja. Oh, ein Löwenbaby. Oh. Lag? Was? Echt? Wie? Warum? Oh, Entschuldigung. Warte. Kann ich gerade nicht gucken. Lag's echt? Ist toll. Warst du nicht erst eine Frau? Ja, aber wir sind jetzt Jim. Jetzt sind wir quasi der Jim, den wir spielen. Und jetzt müssen wir auch ebenfalls aus der Spiegelwelt raus. Ja, ist ja gut, mein Kleiner. Vogel. Nein, nicht Lag. Gut. Es ist wunderschön. Warst du schon die ganze Zeit hier? Nein. Ich habe ein... Was ist das denn? Ein Drache. Grafiker. Wimmelbildspiel. Wuhu! Bam! Weg bin ich da. Hatten wir auch schon ein paar Mal, ne? Na gut. Ich sehe den Geigenmann schon wieder. Pop. Geht wieder. Okay, sehr schön. Feder links oben. Ach, die, ja. Und rechts unten. Ja. Sollte weiter Mitte. Ja. Feder oben links, die Sprungfeder. Ja, ist richtig. Schüssel in der Schale links. Das ist die Schale. Links. Oh, das waren gerade Flügel. Oh, Muschel. Oh. Kette oben. Links. Schüssel in der Schale links? Achso, ich habe schon gerade... Keine Ahnung, was jetzt die Schüssel davon war, aber... Ja. Wenn man so random irgendwo draufklickt, dass trotzdem alles klappt. Aus irgendeinem Grund. Öffner Mitte links. Haben wir schon. Gut. Kette oben links haben wir, ja. Amulett und Schrauben. Ich sehe schon beides. Und ihr? Ich sehe beides, glaube ich. Obwohl, bin mir nicht so sicher. Schrauben über der Puppe. Jo. Amulette links oben Schlüssel. Links oben ist für mich hier. Sonst scheint das hier, oder? Wenn du das meinst, war es richtig. Und noch ein Geigenmännchen. Ein Mietetiger. Schrauben neben Messer. Ja, habe ich gefunden. Dankeschön. So, wir haben immer noch einen Drachen. Das Auge sieht sonderbar aus, aber ich brauche etwas, das scharf und spitz ist, um es herauszubekommen. Wir fragen erstmal Baby-Löwi. Zieh die Geigenmännchen nach oben und unten, bis sich alle an der korrekten Stelle befinden. Oh, nicht schon wieder sowas, ich hatte noch sowas. Okay, wo muss der hin? Der muss dann ganz oben. Der muss noch dahin. Da denn hin? Muss der hin? Der muss da noch ganz oben. Ich versuch's mal so ein bisschen. Klar, ich steck mir mal eben so einen kleinen Babylöwe in die Handtasche. Kein Problem, das mache ich mal eben. Was ist denn da los? Warum bin ich eigentlich so rot? Wahrscheinlich in dem Spiel hier, wo meine Hand ist rot. Klar, ich steck mir mal eben den
Okay. Das Löwenbaby. In die Hand. Hier, da, friss. Oh. Okay. Ein Twitter. Zehner, genau. Vom Funken, das Funken nervt mich über. Ich muss irgendwie. Menü, Option. Das überfunkelt nervt mich irgendwie. Das sind so Hinweise, das ist irgendwie doof. Ich dachte erst, er frisst das echt. Nein, das machen Löwen so. Die nehmen das Kind am Nacken und dann weg ist. Wunderschön. Kann man da einen Drachen hinlegen? Nein. Mit dem Bogen gegenschießen? Nein. Gut. Ja. Das nehme ich mal mit. An dem Stein befindet sich eine Lichtquelle. Ja, nimm mit. Den Drachen rausprügeln? Nein, geht auch nicht. Was ist das denn hier? Eine Pyramide. Klar, nach dem Löwenbaby kommt jetzt eine Pyramide, die wir uns reinstecken. Was kommt als nächstes? Der Mond. Es fehlt eine Buchseite. Von einem leeren Buch. War Magic. Drache. Ah, okay. Das heißt, das muss man den in die Hand drücken. Okay, das heißt, wir brauchen noch eine Spinne. Hat ich mal eine Spinne gesehen? Haben wir eine Spinne irgendwo? Das sind die anderen beiden. So. Okay, jetzt steht sogar dran. So, wir brauchen noch eine Spinne. Spinne, hier muss ein Auge. Der Spiegel ist völlig zerstört. Eine Spinne. Spinne. Kann man hier was machen? Kann man auf einen Kinderspielplatz? Nein. Dieses Reich fällt buchstäblich auseinander. Ah, Spinne. Gut, das war jetzt nicht so schwer. So, Spinne. Oh. Dramatisch, oh mein Gott, es ist so dramatisch. Wow. Laufende Menschen. Evil One is the chaos that has been present since the universe's inception. His sole purpose is to destroy whatever he encounters. He was captured and imprisoned to protect the other worlds from his devastating powers. A guardian was appointed to protect any portals leading from the prison world to any other. When the Evil One tried to escape, he poured his soul into four stones hidden in this realm. To destroy the Evil One for good, find and destroy all the stones with the hammer of the Guardian. Only one who is willing to sacrifice himself will destroy the Evil One. Diese Nachricht zerstört sich selbst. Toll! Du kannst was am Spiegel nehmen. Den Splittern, oder? Ja, den Splitter kann ich mitnehmen. Und. Ja klar, da haben wir es. Zack, ist er da. Was sind das für Kreaturen? Ein Drache, ein Geweih, eine Spinne, ein Adler und er selbst. Raus, Herr Mann. Okay, das geht tatsächlich. Oh, ein Eingang, oh mein Gott, das ist so aufregend. Hammer Excalibur! Was? Spannende Musik! Was ist das denn? Uhrzeiger. Kann ich draufhämmern? Eins kaputt machen? Es müssen drei Steine sein, glaube ich. Okay, ich muss noch einen Stein finden. Ein Teil des Weges fehlt. Ich sollte besser nicht über die Lücke springen. Die Aussicht ist furchterregend und beeindruckend zugleich. Okay. Mmh.
Das will, also kann ich gar nicht mehr einklicken. Okay, das heißt, ich brauche entweder einen Stein. Oder irgendwas anderes Sinnvolles. Was? Ein Spieß. Gleich mal leckeren Döner drauf machen oder sowas. Okay. Wir haben aus irgendwo gerade noch einen Stein zerstört. Können wir hier noch was machen? Tun wir, haben wir irgendwo draufhauen? Irgendwo? Was ist das? Oh. Entschuldigung. Gerade aus dem rausgetappt. Okay, wir haben einen Spieß. Musst du denn nicht irgendwo einen Stein rausprokeln? Hier, ne? Wow. Das war so elegant, das hättest du auch mit der bloßen Hand, also plupp, einfach nehmen können. Ich habe ein Opal gefunden. Okay. Was? Oh, mein Excalibur.